Hallo und willkommen zu meinem neuen Adventskalender-Wochenend-Video. Wir haben mittlerweile den 4. Advent. Die Adventszeit ist wieder sehr schnell rumgegangen. Ich habe auch heute wieder was Schönes für euch, aber vorher schauen wir einfach, wer den Lötkolben bekommen hat. Dazu geht ihr einfach folgendermaßen vor. Unten habe ich eine Videobeschreibung. In der ersten Zeile steht der Name der Person, die diesen Lötkolben bekommt. Du hast jetzt exakt 6 Tage Zeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Am besten schreibst du mir eine YouTube-PN, teilst mir eine komplette deutsche gültige Postadresse mit, an den ich schnellstmöglich diesen Lötkolben versenden kann. Verspenst du dann halt diese 6 Tage, das heißt, du schaffst es nicht in den 6 Tagen, mit mir Kontakt aufzunehmen, ist der Gewinn leider verfallen und ich entscheide dann weiter, was mit diesem Lötkolben passiert. So, heute habe ich auch wieder was Schönes für euch. Und zwar habe ich hier eine Sicherheitsüberwachungskamera. Über dieses Boardcam, über diese Überwachungskamera habe ich auch schon dieses Jahr ein Video gemacht. Seit diesem Video liegt die Kamera hier rum, ungenutzt, und ich habe keine Verwendung mehr für diese Kamera. Wenn ihr so eine cloudbasierte Überwachungskamera benötigt, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr öffnet unten meine Videobeschreibung. Dort findet ihr einige Bedingungen. Lest diese bitte euch durch. Wenn ihr diese durchgelesen habt und seid damit einverstanden, geht ihr unten in die Kommentarbox und schreibt mir bitte einen Kommentar, in dem ihr mir einfach mitteilt, warum ihr denn so eine Kamera benötigen könntet oder wofür ihr sie benötigen würdet. Dann suche ich mir einen Gewinner oder einen Zuschauer aus, der diese Kamera bekommt, und dieser Zuschauer wird von mir in meinem Video, und zwar am 25.12. um 14 Uhr benannt. Dazu gehst du einfach auf das Video am 25.12. um 14 Uhr und dort wird der Gewinner, sage ich einfach mal, wieder in der ersten Zeile meiner Videobeschreibung auftauchen, und dieser Gewinner, nenne ich ihn einfach mal wieder, wird dann exakt 6 Tage Zeit haben, mit mir in Kontakt zu treten und kann mir so seine Postadresse mitteilen, sodass ich ihm schnellstmöglich die Kamera zusenden kann. Noch ein wichtiger Punkt: wenn derjenige es nicht schafft, innerhalb der 6 Tage mit mir in Kontakt zu treten, am besten natürlich über YouTube PN, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und ich entscheide weiter, was mit dem Gewinn passiert. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines 4. Advents-Weihnachtskalender-Wochenend-Video, und damit ist die Serie auch schon zu Ende. Wenn ihr noch weiter Lust habt, an so ähnlichen Sachen teilzunehmen, das heißt, ihr wollt weitere Dinge von mir abgreifen, so verweise ich euch einfach auf meinen Marx-Flohmarkt. Dieser startet wieder pünktlich im Januar 2017 in die neue Saison. Somit habt ihr wieder die Möglichkeit, alle 2 Wochen schöne Artikel von mir abzugreifen, die ich hier rumliegen habe und für die ich einfach keine Verwendung mehr habe und die ich verschenken möchte. So, und damit endet dann auch mein Weihnachtskalender auf M1 Molder. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Weihnachtsfest, eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Zeit, kommt etwas zur Ruhe, und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.